In ihrer Zeit, als der Kaiser Augustus dran war, wollte er wissen, wie viel Leid eigentlich Steuern zu bezahlen habe, die in seinem Reich wohne. Die sollte sich dann in steuerliches Ort tragen. Das war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, wie man heute wisse. Zuständig für die Sache war Nazareth Quirinus, dem Augustus Sohn Obermarschall in Syrien. Und dass es keinen Krummel gibt mit dem Finanzamt, habe die Leute doch hingehen müssen, wo sie herkommen sind. Desto welche hat auch der Josef, der wo Nazareth in Galiläa gewohnt hat, auf Bethlehem Juda machen müssen. Der war nämlich aus der Familie von dem König David. Als ordentlicher Bürger wollte oder musste er sich adrache lassen. Mitgenommen hat er seine Verlobte, die Maria, bei der er was unterwegs war. Als die zwei dann dort waren, in Bethlehem, da ist bei der Maria losgegangen. Weil es halt arme Leute waren, haben sie sich kein Hotel oder Krankenhaus leisten können. Ach, sonst nichts. Und so ist ihr nichts anderes übrig geblieben, als dass sie das Kind erst einmal gewickelt habe und dann haben sie es in eine Krippe gelegt, von ihrem Stall, der in der Nähe war. In der Gegend waren auch ein paar Hirte mit auf dem Acker und habe acht gepasst, dass nachts ihrer Herd nichts passiert. Und da ist auf Oma ein Engel von liebe Gott zu ihnen gekommen und er hat gestrahlt, so dass alles ganz hell worden ist. Die Hirte haben es natürlich mit der Angst zu tun gekriegt, aber der Engel hat sie beruhigt und hat gesagt, ihr liebe Leid, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich sag euch nämlich was, worüber ihr euch freuen sollt. Aber nicht nur ihr, sondern auch die anderen Leute. Heute Nacht ist in der Stadt von dem David euch euren Retter geboren worden. Es ist der, auf den ihr schon lange gewartet habt, nämlich der Messias, der Herr. Und so kennt ihr ihn ganz in der Nähe von euch finde. Es ist ein kleiner Bub, den seine Mama in eine Windel gewickelt hat und der jetzt in einem Stall durch eine Krippe liegt. Das hat er gesagt, der Engel. Da waren einmal noch ein ganzer Haufen Engel dazugekommen und die haben auch noch schön gesungen. Der liebe Gott da oben im Himmel ist gut und beste Wege ist nur noch auf der Erde jetzt Friede, bei denen alle Leid, die wohl gerne hat. Nach dem Lied waren die Engel auch schon wieder fort in dem Himmel. Und die Hirte habe gesagt, ei, du mache mir halt einmal auf Bethlehem. Die Leid jo gleich neben dran. Und gucke, was dort im Stall passiert ist, weil das die liebe Gott uns hat sorgen lassen von den Engeln. Dann sind sie alle losgerannt und haben tatsächlich die Maria und der Josef und das Kind, das wo eine Krippe gelegt hat, gefunden. Alles habe sie sich genau angeguckt und jeder hat bestätigt, dass es genauso ist, wie man gesagt hat. Und die wo das geehrt habe entweder den Kopf geschüttelt oder waren ganz baff über das, was die Hirte von da draußen verzehrt habe. Die Mutter von dem Bub, die Maria, hat gut zugehört und alles behalle und hat sich doch so ihre Gedanken darüber gemacht. Die Hirte habe aber dann doch machen müssen, dass sie wieder zu der Herd kommen sind. Aber darelang haben sie noch miteinander gebabbelt, was der liebe Gott da so gemacht hat. Die waren richtig froh, dass sie endlich wieder einmal Ebes geehrt haben. Das wurde tatsächlich so wahr, wie man gesagt hat.
egal, wir machen das jetzt einfach. Aber ich bin nicht so schön. Der liebe Gott da oben im Himmel ist gut. Und desto welcher ist der Uno auf Erde Friede. Und für alle Leute, die wohl gerne Wort. Wir faken jetzt die Auto. Ui! Wow. Okay, Raschen. Max.